In diesem Video werden wir die Xenon-Birnen an einem Volvo S40 ersetzen. Wir haben hier ein Volvo S40, das Auto ist baugleich zum Volvo V50 sowie zum C30 und C70. Und bei diesem Fahrzeug ist es so, dass die Xenon-Birnen hier bereits 12 Jahre alt sind. Das heißt, die sind sozusagen an der Verschleißgrenze angekommen, leuchten nicht mehr so stark, weil eben schon 12 Jahre die im Dienst sind und müssen nun ersetzt werden, damit man wieder eine vernünftige, gute Ausleuchtung hat. Und gerade vor dem Winter, zu der dunklen Jahreszeit, bietet sich sowas natürlich immer an. Wir werden in diesem Video Osram Xenon-Brenner verbauen und ihr solltet darauf achten, dass ihr unbedingt Originale kauft. Da gibt es verschiedene Hinweise, dass es ein Originalprodukt ist, weil diese werden sehr häufig gerne gefälscht, denn die kosten so um die 120 Euro, so ungefähr. In diesem Preissegment liegen die. Das heißt, achtet darauf, dass ihr vernünftige Xenon-Brenner kauft, zum Beispiel von Philips oder Osram. Und wir werden jetzt diese hier einbauen. Bei den Baureihen S40, V50, C30, C70 gab es je nachdem unterschiedliche Xenon-Sockel. Das heißt, ihr solltet darauf achten, welchen Sockel ihr habt. Wir haben hier D1S, also den Sockel D1S. Bei diesem Fahrzeug kann sein, dass euer Modell D2S hat oder D3S. Welchen Sockel euer Fahrzeug hat, das kann ich euch leider nicht sagen. Da müsstet ihr selber nachschauen. Das Nachschauen ist gar nicht so schwer. Ich werde euch gleich zeigen, wie ich es gemacht habe. Und ich würde sagen, wir reden nicht lange drum herum, sondern bauen das Ganze ein. Und während dem Prozess gehen wir die einzelnen Schritte durch. Keine Sorge, wir müssen keine Stoßstange bauen. Wir können den Scheinwerfer in 2 Minuten ausbauen. Das ist hier recht simpel gelöst und geht auch recht zügig. Aber genug geredet, legen wir los. Um den Scheinwerfer auszubauen, um ihn rauszuholen, müssen wir lediglich einen Stift rausziehen. Der Stift befindet sich hier auf der Innenseite. Den müssen wir einfach nach oben rausziehen. Das war's schon. Das ist dieser Stift, der fixiert den Scheinwerfer in seiner Position. Ist der gezogen, können wir den Scheinwerfer jetzt nach vorne herausziehen. So. So. So, hier ist schon der Scheinwerfer und hier ist diese eine Einkerbung. Das heißt am besten, man geht hier leicht rein und drückt ihn nach außen. Also geht am besten so vor, dass ihr ihn hier etwas rausholt. Dann wackelt dran ein wenig, dass er hier ein bisschen mehr Spiel bekommt, dass der Spalt größer wird. Und wenn der Spalt hier größer ist, einfach mit den Fingernägeln oder mit den Fingern rein und das Ganze nach außen drücken, damit ihr diesen Stift aus den Buchse hier rausholen könnt. Ist das erledigt, trennen wir den Hauptstecker vom Scheinwerfer. Wie ihr seht, ist hier auch nur ein Stecker dran. Das heißt, wir drücken diese Nase nach unten und ziehen ihn ab. So, und das war's schon. Jetzt haben wir den Scheinwerfer hier in den Händen. Ich halte ihn mal näher ran, dass wir den Aufkleber hier besser erkennen können. Wir sehen hier den Sockel der Lampe, der ist hier aufgeklebt, D1S. Kurz gesagt, das ist eine Methode, wie ihr herausfinden könnt, welchen Sockel ihr an eurem Scheinwerfer habt. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ihr den Scheinwerfer so weit herausgezogen habt, ihr müsst den Stecker dazu nicht mal abnehmen, könnt ihr hier bereits den Aufkleber lesen. Könnt ablesen, welchen Sockel ihr benötigt, also welchen Xenon-Brenner ihr benötigt. Könnt den Scheinwerfer dann wieder einbauen, die entsprechenden Lampen bestellen. So schnell lässt sich der Scheinwerfer beim Volvo ausbauen. Super komfortabel und wirklich ein Vorzeigebeispiel auch für andere Hersteller. Doch bevor ihr diese Außenbügel jetzt nach außen klappt, achtet darauf, dass ihr hier keine Verdreckung, keine Verkrustung habt, damit hier beim Lösen von dieser Abdeckung kein Dreck hineinfällt. Als nächstes ziehen wir die Bügel hier ab. So, und jetzt die obere. So, die Bügel sind jetzt beiseite. Nun heben wir das Ganze etwas an. Mit Gefühl, denn wir haben hier, wie ihr seht, auch Anschlüsse. So. Ich ziehe das Steuergerät hier nochmal ab. Einmal so. Einmal leicht drehen und schon kommt uns das Ganze entgegen. So. Wie wir sehen, so sieht das Ganze jetzt hier aus. Also das ist jetzt unser Xenon-Brenner. Ganz wichtig, ihr solltet, so wie ich, Handschuhe anziehen, damit ihr auf keinen Fall auf dem Xenon-Brenner Fingerabdrücke hinterlasst, denn auf unserer Haut befindet sich Schweiß, im Schweiß befinden sich Salze und diese Salze sorgen dafür, dass dieser Glaskolben hier platzt, also quasi explodiert. Achtet darauf, dass ihr das nicht mit eurer Haut anfasst. Deswegen zieht am besten Handschuhe an, dann seid ihr auf der sicheren Seite.
Diese Aussparung hier oben gegenüber von dem Steckanschluss ist wichtig. Die muss später hier im Sockel fluchten, damit wir den neuen Brenner ansetzen können und dann durch eine leichte Drehung verriegeln können. Jetzt müssen wir den Brenner hier vom Steckanschluss lösen. Einfach abziehen. Den können wir jetzt beiseite legen. Schnappen uns jetzt den neuen Brenner. Wie wir sehen, hat er auch gegenüber von dem Steckanschluss hier diese Aussparung. Setzen das Ganze wieder so ein, wie es vorher war. Klicken das einfach an. Versichern uns, dass das richtig fest sitzt. Achtet auf die Form vom Gehäuse. Wir sehen hier, diese Seite ist kürzer, diese ist länger. Dementsprechend müssen wir das Ganze auch schon so vorbereiten, dass wir das gleich so ansetzen können, damit es auch passt. Damit das Kabel hier nicht verdreht ist. Und an sich alles in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. Achtet darauf, dass ihr das Glas hier auf keinen Fall berührt. So, und einmal drehen. Jetzt ist sie wieder verriegelt, so passt es. Das ist erledigt. Das Ganze wird dann so zugemacht. Bevor wir das schließen, geben wir dem Steuergerät wieder seinen Strom, stöpseln den Stromanschluss wieder an. Das passt. Prüfen nochmal, dass alle Stecker richtig sitzen, dass das hier nicht wackelt, fest ist, dass die Kabelführung möglichst weit weg vom Brenner ist, denn das kann sehr heiß werden, und setzen das Ganze wieder zusammen. Achtet darauf, dass das hier ordentlich sitzt, also richtig sitzt, und dann könnt ihr die Bügel in die Position wieder zurückführen. Und dann sind wir an sich auch schon fertig, zumindest mit dem einen Scheinwerfer. Jetzt lediglich wieder einführen und zusammenbauen. Jetzt bauen wir alles in umgekehrter Reihenfolge zusammen, bringen den Scheinwerfer in die Position. Bevor wir den Stecker hier wieder aufsetzen, achtet darauf, ob die Kontakte korrodiert sind. Falls ja, benutzt Kontaktspray, macht die einigermaßen sauber. Wenn das alles passt, den Stecker einfach wieder ansetzen, zusammendrücken. So, klack. Es sollte klacken, dann sitzt das nämlich richtig. Und das war's schon. Der ist jetzt richtig verbunden. Nun müssen wir lediglich den Scheinwerfer wieder in seine Position bringen und wieder einführen. Ich bringe ihn so weit nach vorne, so wie er vorher war. Nun gehe ich als nächstes her, füge den Stift wieder in die blaue Buchse hinein. Also ich kümmere mich erst um diese Seite hier, drücke ihn da an, passt, und nun schiebe ich den Scheinwerfer in seine Ursprungsposition. Das war's schon. Ist das erledigt und der Scheinwerfer sitzt richtig, nehmen wir wieder den Stift und fixieren den Scheinwerfer wieder, damit er nicht durch Vibration sich lockert und rausfällt. Einfach runterdrücken, das war's schon. Ja, wie ihr gesehen habt, das war hier gar nicht so schwer. Ihr solltet nur darauf achten, dass ihr Handschuhe tragt und einigermaßen ordentlich arbeiten, und dann sollten hier auch keine Probleme auftreten. Ich werde als nächstes den zweiten Brenner hier einbauen, beim zweiten Scheinwerfer. Das wird durch den gleichen Schema ablaufen. Es ist quasi 1:1 identisch. Hier ist nichts Kompliziertes daran, relativ simpel und relativ schnell gemacht. Ihr solltet bei den Xenon-Brennern darauf achten, dass ihr hochwertige Brenner kauft, von Philips oder Osram. Das sind zwei bekannte Hersteller, da gibt es in der Regel keine Probleme. Achtet darauf, dass ihr kein Plagiat kauft von den beiden Herstellern, weil Philips und Osram werden sehr häufig gerne gefälscht, weil die beliebt sind. Ihr erkennt ein Plagiat am häufigsten daran, dass der Preis unrealistisch ist. Wenn diese Brenner zwei Stück 120 Euro kosten, so roundabout, und ihr habt ein Angebot für zwei Brenner für 40 bis 60 Euro von Osram zum Beispiel, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das Produktfälschungen sind. Wenn ihr die einbaut, da habt ihr immer ein Risiko, dass irgendwas schief gehen wird, und meistens wird das so sein. Da kann es passieren, dass der Kolben explodiert, dabei euch die Linse beschädigt, den Reflektor beschädigt im Scheinwerfer. Und ihr müsst den ganzen Scheinwerfer tauschen. Wenn ihr noch mehr Pech habt, gibt es noch einen Kurzschluss, einen Kabelbrand oder. Also ich kann euch davor nur warnen. Das war es nun aber genug gewesen zu diesem Video. Ich hoffe, ihr abonniert den Kanal. Das zeigt mir, dass ihr Interesse habt an solchen Videos, sowie einen Daumen hoch zu setzen. Das würde mich sehr freuen. Zudem hoffe ich, dass dieses Video dem einen oder anderen von euch weitergeholfen hat. Und bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch eine allzeit gute Fahrt und schaltet das nächste Mal ein zu einem neuen Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
you